Hallo, meine Damen und Herren. Wie ich hörte, stehen Sie auf Poker. Da habe ich doch was für Sie. Balatro. Das wahrscheinlich schon jetzt beste Indie-Spiel des Jahres. Mit einer Metakritik von 92. 92. Ein Spiel, ein sogenanntes Roguelike, in dem ihr Poker spielt. Ich persönlich finde Poker komplett ungeil. Aber, wie Sie alle wissen, habe ich einmal in meinem Leben schon Poker gespielt. Und das sogar vor der Kamera. Hand of Rhein. Eine Legende wurde damals, vor einigen Jahren, geboren. Seitdem habe ich nie wieder Poker gespielt. Aber ich habe es immer noch im Blut, Freunde. Ich habe über 8 Stunden alle Widersacher raus hier ballert. Und wegen meiner Legende, die ich hinterlassen habe und geschaffen habe, wurde Balatro entwickelt. Und es jammt auch richtig nice. Ich werde jetzt einmal dem Bums hier erklären. Wir starten den Run. Und ich will, dass alle ganz genau zuhören. Weil das Ding ist insane, wenn man es rafft. Let's go. Am Anfang wählen wir uns ein Deck aus mit unterschiedlichen Startbestimmungen. Später können wir auch den Schwierigkeitsgrad natürlich erhöhen. Aber wir starten erstmal mit dem roten Deck, mit dem Standarddeck und drücken auf Play. Passt das vom Sound eigentlich? Player Hand of Blood aus Sapandau. Gesundheit. Also, was sehen wir? Wir sehen quasi die unterschiedlichen Stationen, wo wir ein Match spielen werden. Die heißen Blinds. Es gibt immer ein Small Blind, ein Big Blind und dann ein Boss Level. Das sind quasi 3 Level. Wenn man die schafft, verdient man sich Cash. Ne, das wird dann mehr. Und auf der linken Seite sehen wir, in welcher Runde wir sind, wie viel Geld wir haben, wie viel Hände wir ausspielen können, bevor wir verlieren innerhalb eines Matches und wie oft wir Karten abwerfen und neu ziehen können. Erkläre ich während des Matches, kein Problem. Wir gehen also erstmal in den Small Blind und hier steht immer bei allen Levels eine wichtige Zahl, 300, 450, 600. Das ist die Punktzahl, die wir erreichen müssen mit unserer Hand, beziehungsweise mit 4 Händen, die wir ausspielen. Ich fange einfach mal an, dann erklärt sich's. Also, Select. Wir sind Runde 1. 300 Score müssen wir erreichen. Wir bekommen $3 als Cashout. Wir haben bisher 0 Punkte gemacht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das sind unsere gezogenen Hände, Karten abzuwerfen. Beispielsweise könnte ich jetzt sagen, yo, ich werfe... Digga, ich habe einfach eine Straße. Okay, also wir haben eine Straße. Das bedeutet, in diesem Spiel versucht man, Karten auszuspielen, so dass sie Punkte generieren würden, wie auch im echten Poker. Das heißt, es gibt Straße, Flush, Royal Flush, Paar, Doppelpaar, Four of the Same, Full House, Digga. Versteht ihr, wie ich meine? Und so ist es auch hier. Und wenn man jetzt nicht das Passende hat, dann kann man aber auch discarden. Also, ich spiele einfach mal. Wir haben jetzt hier glücklicherweise eine Straße. Die verwenden wir mal. Wir machen die natürlich so hoch wie möglich. Und jetzt seht ihr auch hier schon, hier wird angezeigt, was das für ein Blatt wäre. Nämlich Straight, Straße, Stufe 1. Dazu später mehr. Das bedeutet, wir machen 30 Punkte und das wird multipliziert durch 4. Wenn ich jetzt beispielsweise nur eine hohe Karte ausspiele, dann macht die 5 Punkte und ein Multiplikator ist dann eine High Card. Und so haben auch andere Karten, die man ausspielt, eine gewisse Wertigkeit.
Ja, ein Paar hat zum Beispiel, ich glaube, 10 mal 2 und so weiter und so fort. Das heißt, wir spielen eine Straße aus und dann werden Punkte gezählt. Das heißt, bei diesen 30 mal 4 bleibt es nicht, sondern die Karten bringen jeweils Chips. Das Blaue sind quasi Chips, die auch unsere Punktzahl sind. Der Roundscore, ne, ist ja ein Chip. Das heißt, die 30 Punkte bekommen wir und obendrauf wird dann noch plus 8, plus 7, plus 6, plus 5 und plus 4 gerechnet. Das heißt, umso höher die Straße ist, umso wertiger ist sie. Ich spiele einfach mal diese Hand. Zack, 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 zack. Plus 8. Jetzt seht ihr hier, wie es sich hier verändert. Zack, zack. 60 mal 4. Boom. 240 Punkte. Boom. Runde vorbei. Neu gezogen. Bis wir wieder volle Handkarten haben. So. Jetzt ist die Frage, was spielen wir jetzt? Wir könnten beispielsweise ein Paar spielen. Das kennt jeder von euch, oder? Ein Paar, Digga. Level 1. 10 mal 20. Die beiden bringen jeweils 10 Chips, weil es eine 10. Das heißt, wir haben hier 30 mal 20 sind 60. Dann wären wir genau auf 300 und haben den Small Blind, das Level Small Blind geschafft. Abfahrt. So, jetzt hätten wir noch 2 Hände übrig gehabt, bis wir Game Over wären und der ganze Run vorbei wäre. So, jetzt die Runde vorbei. Wir haben 300 erreicht, kriegen das ausgesetzte Cash. Weil wir noch 2 Hände über haben, bekommen wir 2 Cash. Das heißt, umso schneller man eine Runde, das wäre jetzt übrigens Chat, kurz an die Twitch-Leute, EZ in Caps Lock, freilassen, Clap. Weil das war ziemlich easy von mir und ich sitze hier mit fucking Sonnenbrille, was braucht ihr noch? So, jetzt machen wir schön Cash Out, kriegen in Summe 5 und jetzt haben wir 9 auf dem Konto. Nach jedem Level gibt es den Shop. Und in diesem Shop können wir spezifische Karten kaufen, aber auch Packs. Wir können Pack-Opening machen und wir können quasi eine dauerhafte Verbesserung kaufen. So, wir fangen mal ganz entspannt an. Es gibt unterschiedliche Packs. Das ist jetzt ein bisschen overwhelming, aber trust me, ist gar nicht so viel. Ich glaube, es gibt 3 oder 4 unterschiedliche Packs. Es gibt zum Beispiel das Celestial Pack. In dem Celestial Pack sind, das gibt es in groß und klein, Planet-Karten drin. Und jetzt wird das Spiel erst interessant, weil bisher ist es ja einfach nur Poker und man generiert ein paar Punkte. But wait, das Spiel eskaliert nun völlig. Denn wir können uns Planet-Karten zum Beispiel holen. Können wir dann eine von 3 aussuchen. Das ist wie hier oben zum Beispiel eine. Hier können wir 2 Karten gezielt kaufen. Zufälligerweise ist hier gerade eine Planet-Karte. Ja, Typ Planet, da steht's. Und das ist der Jupiter. Und wenn wir den kaufen und anwenden, wird unser Flush. Ne, Flush ist ja von jeder 5-mal die gleiche Farbe, egal was das ist. Wird um 1 Level erhöht. Ich hatte ja euch eben gesagt, hier Paar Stufe 1, erinnert ihr euch? Das heißt, da gibt es einen Multiplikator, der dazu nimmt, als auch die Chips, die multipliziert werden. Ja, Flushy, mein Gott. Naja, und jetzt das Krasseste. Es gibt in dem Spiel Joker. Aber nicht so wie bei Rommi oder Räuber Rommi oder so, versteht ihr? Hier oben haben wir 5 Slots für Joker und die machen das Spiel eskalativ obendrauf. Hier haben wir zum Beispiel einen Joker, der sagt, im Laufe des Runs erhöht er den Multiplikator um 0,1. Nee, er erhöht ihn nicht. Er multipliziert den bestehenden Multiplikator nochmal um 0,1 für jede Planetenkarte, die wir im Run genutzt haben. OMG, versteht ihr, was ich meine? Jetzt denkt mal ein paar Runden weiter. Ich baller hier die Planetenkarten. Der, ne, also den kaufen wir zum Beispiel, der ist insane. Und weil wir noch 3 Mark übrig haben, würde ich sagen, wir gehen für einen Jupiter. Buy und use. Abfahrt. So, Flush, Stufe 2, da stehen die neuen Zahlen. Boom. Und er hier direkt verrechnet. Jetzt ist er bei 1,1. Ist um 0,1 hochgegangen, weil wir eine Planetenkarte eingesetzt haben. So, dann würde ich sagen, erstmal next round. Wir spielen Big Blind. Das ist ja schon wieder eine Straße. Ich glaube, ich werde verrückt.
Abfahrt. Pam, 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 pam. So, und die 4 wird jetzt mal 1,1 genommen. Boom, 4,40. Boom. So, was haben wir als nächstes? Ich will mit einer möglichst hohen Hand beenden, um mehr Cash zu bekommen am Ende der Runde. Ich bekomme so viel Zusatzcash, wie ich noch Hände übrig habe. Ich habe jetzt eine Hand ausgespielt, also habe ich noch 3, um die Punktzahl zu erreichen. Wenn ich das nicht schaffen sollte, bin ich Game Over. Vorbei. Ich würde sagen, wir gehen ja auf ein stabiles Flush. Ich kann über mein Deck hovern. Ah, das seht ihr jetzt nicht. Hier, das ist quasi rechts unten. Da kann ich über mein Deck hovern, dann sehe ich, welche Karten ich noch zu ziehen habe. Denn, hört auf mit Flushy, denn, anders als bei anderen Deckbildern, Roguelike-Deckbildern, zieht man, also wird das Deck nicht neu gemischt und angerichtet, wenn man auf 0 gezogen hat. Ne, ich habe jetzt noch 39 Karten von 52 drin. Nein, man ist Game Over, wenn man auf 0 ist. Die Karten kommen nicht wieder. Das heißt, es ist wichtig, auch ein bisschen im Kopf zu haben, okay, ich darf jetzt nicht alles abwerfen. Ich will jetzt zum Beispiel unbedingt ein Flush spielen. Also ich brauche 5 Karten einer selben Farbe. Das heißt, wir werfen alles, was nicht Herz ist, ab. Wir haben 4 Discards. Discard. Boom. Boom. Kein Herz gezogen. Ist das geil. Wir forcen jetzt das Spiel. Nochmal. Discard. Boom. 4 Herzen. Discard. Boom. Ein Discard haben wir noch. Ich brauche nur ein scheiß Herz, ihr Affengezüchte. Es ist scheißegal, wie oft man discardet. Wir wollen einfach nur mit möglichst vielen Händen das Game beenden. Ass. Bube. 7, 6, 5. Flush Stufe 2. Schon 50 mal 6. 11, 10, 7, 6, 5. Das brennt schon. Die Hütte brennt. 587. Easy. Abfahrt. So, jetzt kriegen wir 4 Mark. Und 2, weil wir noch 2 Hände übrig haben. Cash out 6. Abfahrt. So, jetzt haben wir hier ein paar Planetenkarten. Mashallah. 2 Pair. Und noch, wir könnten noch mal Flush upgraden. Machen wir, oder? Chat. Oh, ein Joker Pack wäre auch geil. Dann kriegen wir 2 Joker. Ah, ich würde auch gerne sparen. Wir holen den Jupiter. Buy and use. Kauf alles. Nein. Ich will sparen, weil man kann auch Zinsen kriegen. So, rein in die Olga und in Holger. Jetzt kommt Boss Blind. Wir müssen immer 5 Karten spielen. Perfekt für Flush. Abfahrt. Boss Blinds haben immer bestimmte Voraussetzungen. Die sind immer anders. Ich muss 5 Karten spielen. Ich kann auch 4 spielen, aber die gelten dann als 0. Okay, wir hätten hier Option auf eine Straße. Dafür bräuchten wir eine 7. Dann werfe ich mal die 3 ab. Ja. Das ist scheiße. Können auf den Flush gehen. Komm, wir gehen einfach auf Flush. Wie viel Peak habe ich? 10. Abfahrt. Die 3 weg. Komm, ein Peak. Geil. Oh mein Gott. Okay. Peak raus. Abfahrt. Flush Stufe 3. Easy win. Boom. 940 mit 3 Händen gewonnen. Cash out 8. So geht das Game, Freunde. Cash out 8. Sind wir jetzt bei 11. Joker-Karten. Oh, das sind heftige Joker, Freunde. Es gibt 150 unterschiedliche Joker-Karten oder so. Und wir schalten die frei mit unseren Runs. 100 Chips werden dazu geaddet, wenn man eine Hand ausspielt.
wenn wir eine Straße spielen. Wir können also voll auf Straße gehen. Oder wenn wir ein Ass, eine 9, eine 7, eine 5 oder eine 3 ausspielen, also quasi ungerade Karten ausspielen, bekommen wir jedes Mal plus 30. Das nehmen wir. Perfekt für Flush. So, jetzt haben wir noch 7 und gehen rein, weil ich will Zinsen. So, eine neue Sache. Habt ihr soweit aufgepasst? Ist alles drin in der Rübe? Erzählt mal. Klausurrelevant. Nö. Nee, mal for real. Habt ihr soweit verstanden? So. Das heißt, wir wissen jetzt, es gibt mit jeder Stage 3 Level. Kleines Level, fettes Level, Boss Level. Jedes Mal. Dann steigen wir die Ante hoch, Digga, bis bei Stufe 8 kommt Endboss. Wir sind gerade in der zweiten Stage quasi. Insgesamt Runde 3. Und jedes Mal erhöhen sich die Punkte, die wir erlangen müssen. Wir können aber auch so ein Level skippen. Und dann bekommen wir eine neue Situation im Shop. Beispielsweise, wir können das Small Blind skippen. Das heißt, wir kriegen keine Kohle, wenn wir es beenden. Und wir müssen... Der nächste Shop kommt auch erst dann nach dem Big Blind. Das heißt, wir kommen nicht direkt in den Shop. So, wenn wir das aber machen, bekommen wir einen seltenen, näher ankamen, ungewöhnlichen Joker. Brauche ich nicht. Wir gehen rein, wir brauchen die Kohle. Zack. So, dann würde ich die beiden mal abwerfen. Weil ich spiele auf Flush. Ich spiele auf Flush. Gut, dann hauen wir die jetzt weg. Dann haben wir schon mal safe einen Flush. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, dann machen wir... Ah, ne. Ungerade. Wenn wir 5 ausspielen, kriegen wir 30 Chips obendrauf. Also mehr als eine Queen. Versteht das? Ich könnte ja auch mit der Queen höheres Flush machen. Kriege ich mehr Gesamtpunkte. Aber dadurch, dass wir einen Joker haben, kriege ich für eine Queen nicht 30 zusätzliche Chips. Die macht nur 10. Sondern mit der 5 quasi 35. What? Wie krass, oder? Und damit spielen wir Flush aus. Und jetzt knallt's richtig. Boom, 30. 7. Boom, 30. 5. Boom, 30. Boom, boom, boom! Ja, und wir sind gerade erst im zweiten Stage. Das Game eskaliert völlig. Wir haben jetzt das erste Mal, weil wir mehr als 5 hatten, Zinsen bekommen. Kennt ihr vielleicht von TFT oder so? Jedes Mal, also nach jedem Level, bekommen wir einen zusätzlichen Dollar für alle 5, die wir gebankt haben. Das heißt, ich kriege jetzt 7, bin auf 14 und wenn ich jetzt 4 oder weniger ausgebe, sprich mit 10 oder mehr in die nächste Runde gehe, bekomme ich 2 Dollar Zinsen. Versteht ihr es? Aufschreiben. So, hier ist ein heftiger Joker. Wir bekommen plus 3 Multiplikator für jede Joker-Karte. Der sogenannte abstrakte Joker. Oder wenn ein Blind ausgewählt ist, also ein Level, wird der Joker zur rechten Seite zerstört und permanent erhalten wir... Achso, der wird permanent zerstört und wir erhalten das Doppelte seines Verkaufswertes. Zu diesem Multiplayer. Das heißt, der ist Joker auf. Weil man kann die auswählen und auch alle verkaufen. Krass. Der ist Joker auf. Den kenne ich noch nicht. Wir nehmen den abstrakten Digi. So, und dann sind wir auf 10 und gehen in die nächste Runde. Eine wichtige neue Info. Seid ihr noch da? Habt ihr es hier geschafft? Ansonsten holt neue Buntstifte oder so. Pass auf. Die Joker, die werden ja... Also vor allem, also die meisten Joker, der hier zum Beispiel nicht, werden aktiviert
getriggert, wenn das Blatt ausgespielt wird, ne? Dann wird ja alles so errechnet. Die aktivieren sich von links nach rechts. Das heißt, der Joker hier macht ja zum Beispiel, egal was wir ausspielen, einen plus 9 Multiplikator. Plus 9! Das heißt, wenn der zuerst triggert, und dann haben wir hier beispielsweise eine 10 auf der Uhr, weil ich hatte einen so, und der macht plus 9. Plus. Danach, die triggern von links nach rechts, kommt er hier. Mal 1,2. Die Multiplikatoren, die wir bis dahin haben, werden mal 1,2 genommen. Das heißt, wenn wir es so rum machen, ist übel Arsch. Weil wir haben beispielsweise einen Multiplikator von 1, dann kommt 1, mal 1,2, dann sind wir bei 1,2 und dann plus 9, sind wir bei 10,2. Wenn wir aber den erst links haben, das heißt, wir haben 1 plus 9, sind wir bei 10. 10 mal 1,2 sind 12. Das heißt, wir haben 1,8 Multiplikator mehr als so rum. Und wir sind erst beim Anfang. Versteht ihr's? Also, beachtet einfach nur, die Joker werden von links nach rechts durchgeprügelt. Das heißt, wenn wir Multiplikator multiplizieren durch irgendeine Karte, irgendeinen Joker, sollte er nach Jans rechts. Damit wir den Multiplikator schön aufstecken und ganz am Ende wird er hochmultipliziert. So, wir gehen in Big Blind. Abfahrt. Pass auf. Das ist noch nicht Jansen Flash. Komm, wir discarden mal. Komm, wir discarden die. Weg. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiel's mal nur auf Flash, nicht Flash. So, jetzt achte. Boom. Ungerade Zahlen, boom. 5 auch ungerade, boom. Jetzt triggert der Joker, 9 und jetzt mal 1,2. Gewonnen. Ist das krass? Und jetzt gibt's nochmal Zinsen. Junge, 9. Cash out. So. Plus 10 Multiplikator, wenn wir ein Flush spielen. Bye. Machen wir natürlich hier hin. Alle Face-Karten werden Gold-Cards, wenn sie gespielt wurden. Auch geil. Gold-Karten, da kommen wir noch zu. Wir haben erst einen Bruchteil des Games entdeckt. Gold-Karten bringen 3 Kohle. Kohle. Wenn sie in unserer Hand noch sind, in dem Moment, wo wir das Spiel gewinnen. Aber nicht relevant. Wir gehen mit 15 Coins rein, weil wir wollen schön 3 Zinsen. Abfahrt. Wir gewinnen alles. Was macht der? Alle Spade-Cards sind gedebufft. Chat, was sind Spade-Cards auf Deutsch? Pik? Kreuz? Pik! Danke, war natürlich Test. So, sieht man ja auch hier. Also, die geben keine Punkte. Wir gehen voll auf Herz. Discard. Ein Herz dazugekommen. Und weg. Das ist ein bisschen risky. Soll ich vielleicht ein paar ausspielen? Nee, 1600 sind ja so easy. Die kacke ich. Ungerade. Jetzt noch ein König. Abfahrt. Flush Level 3. Gewonnen. Spiel gewonnen. Für einen Besucher. Bildschirm und Tastatur und PC passt ja auch noch hin, aber... Boah, no joke, dieser freie Space. Ich hatte auch so einen Tisch, ich hatte auch in so einer Dachgeschosswohnung, hatte ich auch so einen Tisch, der war so custom reingebaut von meinem Nachbarn. Und da hatte ich so Platz für so einen Homie. Digga, das ist so geil, also so ein geiler Flashback. Boah, dann kommt so Homie rum mit so einem Laptop oder mit einem PC mit. Und dann, boah, dann zockt man so Warcraft 3 oder so, das Stronghold oder irgendwie World of Warcraft oder so. Wahrscheinlich dann mit Fortnite oder sowas. Digga, übel. Hä? Kevin, wann spielen wir Stronghold? Was soll ich mit dem Clip? Wann spielen wir Stronghold? Cash out. So, wir sind bei 26. Dick up.
plus 1 Multiplier für jede Tarotkarte, die wir ausgespielt haben. So, wir gehen jetzt mal in die Packs. Packs hatten wir noch gar nicht. Nächstes Unterrichtsfach. Packs. Jumbo Buffoon Pack. Choose 1 of up to 4 Joker Cards. Na, komm, wir kaufen mal lieber... Ah, das hatten wir auch schon. Planet Karten kennt ihr. Celestial Packs, das sind die mit den Planetenkarten. Also die, die unsere Hände verbessern. Wir wollen Flush verbessern. Die beinhalten immer random Planetenkarten. Es gibt ja viele unterschiedliche Hände. Aber mit diesem Voucher beinhaltet ein Celestial Pack immer, was war es, Jupiter, ne? Der Flush erhöht, das ist ultra gut. Abfahrt. Redeem. Weil wir gehen auf den Joker, der bei Planet-Karten Multiplayer erhöht. Und wir gehen auf Flush. Aber ich will jetzt nicht noch mehr ausgeben eigentlich. Ja, next round, komm. Wir sind gerade so easy dabei. Abfahrt, Small Blind. Weg. Das Game ist so krass. Man kann später zum Beispiel sagen, yo, 3 Karten werden Herz, dauerhaft. Man kann sein Deck ultra krass tweaken. Oder man kann so Karten unterschiedliche Typen geben. Foil oder sonst was. Dann haben die immer andere Attribute zusätzlich. Effekte, die ausgelöst werden, wenn man sie ausspielt. Das ist insane. Flush. Sehen wir alles noch. Boom. Boom. Spiel gewonnen. Boom. Small Blind, was bist du? Geht zur Seite. Schön. 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 9. Easy. Sind wir bei 25. Was ist das? Man bekommt plus 3 Multiplayer, wenn Booster geskippt werden. Das heißt, wir kaufen sie und skippen. Crazy. 2 Celestial Packs. Na, kaufen wir mal eins. So, dann seht das auch mal. Pack Opening! Oh mein Gott! Jupiter! Haben wir manipuliert, Freunde. Wegen dem Voucher. Use. Boom. Flush Stufe 3. Boom. Joker wird um 0,1 Multiplayer hinzugefügt. Boom. Nächste Runde. Ja. Big Blind. Können wir skippen? Plus 3 Handsize next round. Boss Blind ist Cards played previously this end are debuffed. Debuffed. What? Okay. Scheiße. Dann bleiben wir auf Herz, damit wir dann beim Boss Diamond spielen oder so. Also wir werfen die ab. Wir werfen die ab. Digga, gönn doch Herz! Ich bin gleich Game Over. Herz! Ich habe kein Discard mehr. Ich spiele die. Absolute Kacke. High Card. Ja, da kommt ihr Luschen. Ass, 5, 3, 9, 10. Zack, Junge. Alter, Flash Level 4. Boom. Schau 10. So.
plus 20 Multiplayer, wenn die gespielte Hand nur 3 oder weniger Karten beinhaltet. Hm, nee. Das ist schon krass. So. Wir erfahren jetzt mal, was Tarotkarten sind. Wir kaufen ein Arcana Pack. Let's go. Tarotkarten sind Consumables. Dafür sind die beiden Slots hier oben. Man kann sie aber auch direkt ausspielen. So. Jetzt ist hier zum Beispiel der Hierophant, Digga. Der verzaubert 2 ausgewählte Karten. Hier haben wir random Karten aus unserem Deck gezogen. Und macht sie zusätzlich zu Bonuskarten. Das heißt, wenn man sie ausspielt, geben sie zusätzlich dauerhaft 30 extra Chips. Dann haben wir hier The Empress. Da wählt man 2 Karten aus, die Multiplier plus 4 geben, wenn man sie ausspielt. Das ist insane. Dann können wir eine Karte ausspielen, was einfach unser Geld verdoppelt. Auch nicht schlecht. Und hier bekommen wir eine Karte, die mal Multiplayer gibt. Allerdings vor den Jokern. Ja, ich würde sagen, Empress is it. Und wir wählen Kreuz aus. Und am besten die... Na, ist egal. Weil, wenn gleich beim Boss die in dieser Ahnte, Digga, gespielten Karten... gedebufft sind, müssen wir über Pik und Kreuz kommen. Zack, und jetzt sehen die so aus. Wie heftig. So, wir gehen mit 25 Coins ins Bossblind. 5600. So. 1, 2, 3, 4. Die schmeißen wir ab. Wir gehen auf Diamond. Karo, Digga. Die ist gerade... Die auch. So. Let's go. Easy. Geiler Boss. Eine wichtige neue Info. Die Zinsen sind gecapped auf 5 Dollar. Bedeutet, mehr als 25 ansparen macht keinen Sinn. Es gibt Karten, die das Cap erhöhen. Cashout 13. So. Jetzt haben wir hier einen neuen Voucher. Foil, Holographic und Polychrom-Karten kommen zweimal häufiger vor. Das sind alles Enchantments für Karten. Ähnlich wie eben diese... Was hatten wir? Multiplayer-Karten. Das ist übrigens unser Deck. Können wir uns angucken, wenn wir rechts unten hier draufklicken. So. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein Celestial Pack für Planeten. Geht unser Joker hoch. Und wir können das Flush verbessern, weil immer Jupiter kommt. Use. Boom, Flash Stufe 5. Zack. Multiplier mal 1,4. Geil. Hier haben wir noch einen Joker. Hm. Gives the total sell value of all current Jokers. Kaufen wir mal. Nehmen wir den Voucher. Moin, Henno, was geht? Och, einiges. Spiel gerade heftig Poker. Hm. Ich könnte einmal rerollen, gucken. Also der Voucher ist schon ganz geil. Ja, komm, wir spielen. Wir nehmen den mit. Dauerhafte Verbesserung, immer crazy. Und dann würde ich tatsächlich die Tarotkarte aktivieren, damit wir wieder auf jeden Fall bei 25 plus sind. Und damit gehen wir rein. So, Skip würde geben ein Spectral Pack for free.
Nee, wir wollen Kohle. Wir können uns alles kaufen, Leute. So, wir sind jetzt natürlich wieder auf der Suche nach einem schönen Flash. Ich würde mit Peak gehen. Das heißt, die kommen alle weg. Oh. Multiplayer Kreuzkarte. 1, 2, 3, 4. Fehlt einer. Und wir kicken Herz raus. Scheiße. Kicken Herz. Da ist es. Easy. Flash Stufe 5. Guter Hinweis, man kann seine Hand nach Farbe sortieren. Das ist schon wieder Game Over. 11.000. Ciao. Boah. 11. Geil, oder? So, neue Joker. Mal 3 Multiplayer, wenn die Pokerhand schon gespielt wurde. Ja, wir spielen eh nur. Wir wollen mit einer Hand draufknallen. $3 für jede Discardete. Für alle 6 Discardeten. Ah, das wechselt jede Runde. Einen von 2 Jokern auswählen. Würde ich machen. Ziehen wir auch mal ein neues Pack. Joker Pack. Krass, wir kriegen immer $4 am Ende der Runde. Und hier kriegen wir $2 pro Discard offen, wenn wir kein Discard verwendet haben. Dann nehmen wir lieber den. Dann kaufen wir jetzt auch mal ein Standard-Pack. Und im Standard-Pack sind random Karten drin. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine 10, aber es ist nicht nur eine 10. Das ist eine 10 of Spades, Digga. Versteht ihr? Das ist Peak. Aber obendrein noch Lucky Enchantment drauf und ein Purple Seal. Lucky bedeutet, es hat eine 1 zu 5 Chance, wenn es ausgespielt wird, plus 20 Multiplier zu bringen. Und eine 1 zu 15 Chance, wenn ich gewinne, 20 Coins zu geben. So, und der Purple Seal bedeutet, wir bekommen eine Tarot-Karte for free, wenn diese Karte discarded wird. Das ist ain't no weighing. So, dann haben wir hier noch ein Ass mit Blue Seal. Das bedeutet, wir kriegen eine Planetenkarte. Wenn diese Karte am Ende der Runde noch in der Hand ist. Und Planetenkarten sind gut für uns. Wisst ihr nämlich wieso? Der Joker wird immer krasser. Martin, danke dir für die 5 Gifte-Zaps. Kuss geht raus. Boom. Next round. Big Blind. Ah, ich hab geskippt! Ah, ist doch nicht schlimm. Was hat der Skip gebracht? Gives a copy of the next selected tag, double tag excluded. Unten rechts. Ah ja, okay. So. The Flint. Base chips and multiplier are halved. Gut. Schauen wir mal. Ui. Von allem bisschen. Pass auf. Wir gehen auf Diamond und Kreuz. Oh, Ass. Das wollen wir in der Hand behalten. Bei Blue Seal kriegen wir eine Planetenkarte, wenn wir gewinnen. Aber wir müssen erstmal überhaupt gucken, Max, dass wir gewinnen. Ist das Spiel die Selbstverwirklichung eines Mathematikers? Lol. Warum? Also Karten zählen brauchst du ja nicht. Man kann es ja immer nachgucken. So, Diamond. Diamond. Karo! Karo! Letzter Discard. So. Schön viele Ungerade, dann knallt der hier richtig durch. Abfahrt. Muss reichen. Wird halbiert. Reicht nicht. Eieieiei, kein Discard mehr. 1, 2, 3, 4. Wir spielen scheiße aus. High Card. Wir haben noch 3 Hände, die wir spielen können. Nummer 900.
Gönn Kreuz. So eine Scheiße. Wir spielen die Kacke aus. High Card. König. Ist ja alles verständlich. Ist das einfachste Spiel der Welt. Da ist das Kreuz. 1, 2, 3, 4. So eine Scheiße. Das letzte Hand. Doppelpaar. Ungerade. Danke, Sirossi. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, oder? Auch ungerade. Gibt Nummer 30. Abfahrt. Doppelpaar. Lass mich nicht im Stich. Reicht, 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 reicht. So, Freunde. Reroll Bassblind. Bossblind. Können wir einmal. Kostet 10. Hm. Was haben wir hier? Mal, können wir eine Karte zu einer Steinkarte werden lassen? Die verliert alle ihre Effekte. Bringt 50 Chips. Ein Multiplier pro Tarotkarte, die wir genutzt haben. Nee, scheiß drauf. Celestial Pack. Jupiter for free. Jupiter Abfahrt. Das ist so busted. Zack. Arcana Pack. Eine Tarotkarte. Multiplayer Karten wieder 2. Creates up to 2 random planet cards. Creates the last Tarot or Planet Card. Also entweder ein Jupiter. Ne, Jupiter. Ja, geil, wir kriegen Jupiter. Boom. Benutzen wir. Flash. Stufe 6. Stufe 7. Joker geht hoch. Mashallah. So, jetzt haben wir hier einen Vouch. Ach, für den Reroll. Nee. Wir rerollen hier oben nochmal. Kohle verdoppeln. Buy und Use kriegen wir 12. Also 9. Rerollen. Oh, Alter, eine Kreditkarte. Wir können bis zu minus 20 in die Schulden gehen. Und Joker, Tarot, Planet und Spektralkarten können mehrmals auftauchen. Im Shop oder wo? Wo denn? In einem Pack? Überall? Das heißt, es kann 2 Jupiter in einem Spectral Pack kommen. Hm. Das ist schon geil. Dann hau ich den Golden Joker weg. Ist ein bisschen gamblig, aber nehme ich. Will ich mal ausprobieren. Ich kann ja selber noch nicht alles. Zack. Next round. Small Blind. Können wir skippen? Bekommen Uncommon Joker? Nee. Rein. So. Die behalten wir schön in der Hand. Dann kriegen wir Planet-Karte. Ich frage mich, ob das dann auch immer Jupiter ist, aber... Und kann die doppelt kommen? Creates a Planet Card. Planet Cards may appear multiple times. Das wäre crazy. So. Wir gehen hier für Kreuz. Kreuz und Diamond. Discard. Wir
Okay, wir gehen mal nur für Kreuz. Nee, nur für Karo. Ja, weg. Schön. Eins. Ungerade, ungerade. Acht. Flash, Stufe 7. GG. Und wir kriegen eine Planet Card. Ja, nach Farbe sortieren. I know. Stimmt. Danke für den Reminder, Chat. Mal 15. Plus 15, plus 10. Mal 1,6 mittlerweile. Und wir kriegen Neptun. Für Straight Flush. Junge, 17k. Absolut easy. Cash out. Spiel kostet übrigens 13 Euro, also zugeschlagen. Mystic Summit. Plus 12 Multiplier, wenn man 0 Discard hat. Plus 15. Eine Karte wird so Wildcard. Das bedeutet, man kann sie für alles benutzen. Celestial Pack. Jetzt gucken wir mal. Kann zweimal Jupiter kommen. Aber man kann ja eh nur eins auswählen. So, Jupiter, Flash, Stufe 8. Abfahrt. Das knallt. So, dann würde ich Neptun einfach benutzen, einfach damit der Joker hochgeht. Und Royal Flush ist ja auch nicht schlecht. Straight Flush. 1,8. Voucher. Reroll Boss. Eine Tarot-Karte. Machen wir. Pack Opening. Oh, kriegen wir noch einen Neptun? Scheiße. Leider kein Jupiter. Da können wir einen Rang erhöhen. Das heißt, Vieren werden zu Fünfen zum Beispiel. Man kann nur auf Asse gehen und dann richtig Four of the same timing. Creates a random Joker Card. Na gut. Must have room, also. Ich mach die Könige, einen König weg. Dann krieg ich einen Ass. Und eine gerade Zahl, kriege ich ungerade. Bei ungerade ist er hier. Ass und 5. Geil. Nee, König war noch besser als beide Vieren auf 5 zu machen. Weil König bringt ja nichts. Und ist eine Face-Card. Es gibt auch noch so Joker, die gerade Zahlen, gerade Karten Multiplayer geben oder so. Und Face-Karten will ich ja nicht haben. Ich will ja. So. Einmal Reroll. Plus 2 Multiplayer, wenn die gespielte Hand ein Paar beinhaltet. Nee, der bekommt jedes Mal plus 2 Multiplier. Immer wenn die gespielte Hand ein Paar beinhaltet. Dauerhaft plus 2. Crazy. Retrigger all played cards in final hand of round. Ja, aber der am Anfang ist richtig krass. Zwei Paare, ja. Ja, wir gehen next. Big Blind, skippen wer? Double your money. Wäre krass. Aber ich will lieber vom Boss nochmal einkaufen gehen. Abfahrt. So, da gehen wir auf Peak. Ja, oder auf deinem. Ja, komm, Peak. Scheiße. Digga, das war ja. Ich bin ja dumm. So, sortieren nach Suit. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Abfahrt. Flash. Level up. Das schmeckt. Der Joker ist gar nicht so geil. Ah, da ist er. Weil das müssen. Man kann ja eh immer nur eine Karte auswählen. Außer in den großen Packs. Ich verkaufe den und hole mir den. Der ist krass. Jedes Mal, wenn ich eine 10, 8, 6, 4 oder 2 ausspiele, kriege ich plus 4 Multiplier.
machen wir natürlich so rum. Dann Celestial Pack, nochmal Jupiter abholen auf Log. Ist geil für mehrmals den gleichen Joker, verstehe. Jupiter, Abfahrt. Stufe 9. Mashallah. Und nochmal ein Arcana Pack. Lucky Card. Oh, 3 werden zu Diamond. Creates up to 2 random Planet Cards. Ist ja kein Pack, das heißt, da ist kein Saver Jupiter drin. Dann würde ich sagen, The Star. Was haben wir am wenigsten im Deck? Ja, alles ziemlich gleich. Dann hauen wir Herz raus oder Peak. Weil das wird zu Diamond und bei Kreuz haben wir die heftigen Karten drin. Das heißt, Herz oder Peak weg. Die zum Beispiel. Ne, am ehesten. Ja, doch. Und die werden dann zu Karo. Geil. Und jetzt haben wir hier 16 Karo-Karten. Gut für Flash. Wir rerollen hier nochmal. Oh, Neptun. Played face cards have a 1 in 2 chance to give $2 when scored. Ich glaube, wir nehmen hier einfach noch Neptun. Buy and use. Geht der Joker auf mal 2. Was geht? Kannst du ausstiften. Danke dir. Flash ist immer gut, ne? Ja, ist easy. Jo, ich wusste, dass Chicken Hero drin ist in dem Game. So, next round. Minus 1 Hand Size. 22k müssen wir erreichen. Abfahrt. Easy, mache ich mit einem Flash. Oh, wir gehen auf Kreuz. Oh, das schallert. Muss ich jedes Mal... Nee, alles gut. Ja, den behalten wir in der Hand. Eieiei, bitte, bitte. Noch 2 Discard. Oh. Abfahrt. Der knallt. 9er Flash mit einer 4er Multiplier Card. Bam. Und der neue Joker triggert auch durch. Jedes Mal plus 4 Multiplier bei gerader Zahl. Boom. Oh, ich kriege Uranus. Mashallah. Das war ja wirklich absolut easy. Das war ja insane. Was will das Game von mir? Use. Multiplayer auf 2,1. Knallt. Cash out plus 12. Jedes Mal $1 für jede 9 in meinem Deck am Ende der Runde. Digga, what? Ich hau nur 9 rein. Plus 150 Chips. Wenn die gespielte Hand 4 of a kind ist. Nee, gehe ich nicht drauf. Neuer Voucher. Ein Discard mehr pro Runde. Das ist insane. Standard Pack, Celestial Pack. Ja, komm, machen wir den. Ein Discard mehr. Das ist insane, wenn man schön hier immer mit einer Hand direkt reinböllern will. Und Celestial Pack. Jupiter. Easy. Achievement unlocked. Get any poker hand to level 10. Easy. Next round. Small blind. Könnte ich skippen für 15. Was soll's? Oh, das sieht doch hier schöner Karo-Flash aus. Spiel ich aus. Super. Da sind doch 20k drin. Danke, danke, danke. Zehn Cash-Out, Abfahrt. So, was haben wir jetzt? The Star converts up to 3 selected cards to Diamond.
Nehmen wir mit. Können wir auch während der Runde in Problemfällen zücken. Versteht ihr? Wir können die uns aufheben. Können wir jederzeit zünden. Und, Geheimtipp, ich bin ja schon tief in der Materie. Wenn wir da Star oben haben, kann der nicht mehr aus Packs kommen. Das heißt, wir könnten hier oben Scheißkarten bunkern, die wir nicht wollen. Und ein bisschen manipulieren, was aus Packs kommt, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit. Aufschreiben, wichtig, klausurrelevant. So, jetzt kaufen wir ja noch, glaube ich, ein Standard-Pack. Kreuz can be used as any suit. Also geht auch als Pik, Herz und Karo. Die 10 nehmen wir mit. Next round. Big Blind. Können wir packen? Boah, wenn wir skippen, wird Pair um 3 Level erhöht. Stellt euch vor, das wäre Flush. Dann würde ich safe skippen. Abfahren. Was machen Steine? Steinkarten. Naja, man kann eine Karte umwandeln in eine Steinkarte. Zum Beispiel ein König. Und der ist dann kein König mehr. Der hat dann auch keine Farbe mehr. Oder was heißt Suit auf Deutsch? Also er ist kein Herz, ist einfach ein Stein. Und man spielt den aus. Und der gibt 20 Coins. That's it. Gambling Stream, volle Lotte. Suit ist Anzug, sag ich ja. So, wir gehen hier auf jeden Fall auf Karo. Boom. Flush. Junge, der 2,2 Multiplier knallt 50 Multiplier drauf. Verstehe, was ich meine. So, aber die Scheiße hält mehr aus. Hey. Abwerfen. Kreuz. Jawohl. Abfahrt. Game over für dich. Big Blind. Game over für dich. Ist das easy. Junge, Junge, Junge. Und weg mit dem. Das erste Mal seit langem, dass wir nur mit 2 Händen gewinnen. Nicht gut. Big Blind gelöscht, aber nur plus 4 auch. Ist gerade Abwärtsstrudel. So, wir machen was zu einer Lucky Card. Das ist geil. Joker. Smiley Face. Smiley dein Arsch. Du machst Smiley Face, aber bald hast du nichts mehr zu lachen. Big Blind. Ja, dann würde ich tatsächlich eine Lucky Card machen. Und nochmal ein Standard-Pack spielen. Dann sind wir auf 25. Hier, da ist eine Steinkarte. No Rank or Suit plus 50 Chips. Digga, das ist ja nur Schmutz. Ja, dann eine Karo 8, I guess. Macht 4 Multiplier. Ja. Ja, let's go. Wie hat Eintracht gespielt? Die spielen um 22 Uhr. Abfahrt. Play only one hand. Als würde ich was anderes als Flush spielen, du Noob. Weg. Weg. Na, wobei, warte mal. Pass mal auf. Ihr werdet jetzt so Karo. Ja, wir tricksen, Junge, aus dem Ärmel. Cheaten, richtig reinhacken. 5, 8, Ass, 7. König. Boom. Na, ich will ja Kreuz und Karo. Boom. Weg. Bro. Was willst du mir sagen? Cash out. Der erhöht sein Sell-Value nach jeder Runde um 3. Creates up to 2 random planet cards. Ah, der kann unterschiedliche Sachen machen, right? Oh, 2 Celestial Packs zugeschlagen. 2x Jupiter. Es gibt auch Black Hole, Junge. Der macht alles ein Level hoch. Jupiter,
News. Flash Level 11. Oder wie wir Berliner oder Spandauer sagen, 11. Jumbo Celestial, Abfahrt. Wann kommen die Casino-Streams? Ich bin gerade dabei. Zugeschlagen, Lösung bitte. Jupiter. 12. Marschallah. Boah. Und rein. Was kann der alles machen, Leute? Link in Wikipedia. Link in Wikipedia-Beitrag. Abfahrt. Das ist eine Karo-Hand. Hau ich weg. Karo, Abfahrt. 1, 2, 3, 4, 5. Flash. Stufe 12. Take this, small blind. Ach, scheiße. Ich hätte die ganze Zeit mit... Kann ich noch schnell? Nein. Game over. Boom. 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 43k. Hast mich influenced. Hab's mir auch geholt. Xanthios, genieß es. Cash out 10. Plus 50 Chips. Jedes Mal, wenn wir ein paar, wenn ein paar beinhaltet. Also auch bei Full House, auch beim Flash kann das passieren. Doubles all listed probabilities. Also eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3 wird 2 zu 3. Das heißt, hier wird 2 zu 5 und 2 zu 15. Ja, wenn man da richtig krass auf Lucky Cards geht. Aber gehe ich ja nicht. Celestial Pack. Wo ist der Wikipedia-Beitrag zu dem Voucher? Voucher, Digga. So, Stufe 13 Flash. Flash I. Versteht ihr? So, Jumbo Arcana Pack. Ne, wir gehen rein. Ja, Kaifef, danke. Wurde das getimeoutet für den Link? Digga, wie viel Voucher gibt es? Da. Das Nothing. Hä? Aber nein, ich habe den irgendwann mal gekauft. Krasse Karte, ja. Skippen. Doubles your money. Sollen wir? Kann ich richtig heftig rerollen. Dann wären wir bei 60. Nehmen wir aber nicht. Brauchst 10 für einen Erfolg oder so. I see. So, wir gehen rein. Jeder Voucher hat ein Upgrade. Der von Blank gibt plus 1 Joker-Slot. Schon juicy. Wir gehen auf Karo. Trotzdem. Oh, 52. Nee, ist Boss Blind. Mal 4 Multiplier ist schon nicht zu unterschätzen. Aber. Ja, komm, wir können. Wir haben 16 Karo. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Herzkarte abwerfe, dass eine. So? Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Habe ich schnell durchgerechnet in meinem Kopf. Ich kann Karten zählen. Im Kopf. Boom. 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 153 Multiplier. Boah, fast geone-shottet. So, jetzt ist Kreuz-Time. Oder nochmal Karo. Ich brauche nur eine Karo-Karte. 11 Karo-Karten nur im Deck. Easy One-Shot. Weg damit. Bitte. Boom. The Musician, Digga, auf die 5. Use. Magic, Digga, ist jetzt eine Lucky Card. Wir haben jetzt eine Chance von 1 zu 5, 20er Multiplayer zu bekommen. Oder eine 1 zu 15% Chance, 20 Dollar zu erhalten. Abfahrt. Bless. RNG.
Oh! 20er Multiplier. Prage, ja, Entschuldigung. Ich bin so ein Boomer. Abfahrt. 108. Das schmeckt. Easy Boss. Boah, das schmeckt. Wenn wir eine Straße spielen, 12 Multiplayer. Was ist das? Der erste Discard jede Runde hat nur eine Karte. Ah, nee. Jeder erste Discard mit nur einer Karte. Also wenn ich das erste Mal discarde und es nur eine Karte, wird die zerstört und wir kriegen $3. Ist ja ultra geil, um den Deck zu optimieren. Dann könnte ich zum Beispiel alles Herz zerstören. Wie krass wär's? Aber einen Joker dafür aufgeben ist gefühlt nicht worth. Ist zu spät. Stattdessen lieber ein Celestial Pack, Abfahrt. Oh, nimm mal Jupiter. Stufe 14! Ist das geil, Junge, 2,6 schon. Jumbo Pack? Für 6? Klar, Abfahrt. Boah, das knallt ordentlich gegen die Schläfe. Boah, was haben wir da? Eine Stiel? Nee, eine Glaskarte. Hat eine Chance von 1 zu 4 zerstört zu werden, wenn man sie spielt. Aber gibt einen Multiplayer mal 2 und 10 Chips. Spades gibt Multiplayer, solange die in der Hand ist. Aber vor Joker. Aber die ist geil. Nehmen wir. Rein. Komm, wir nehmen den Voucher auch. Dann sind wir auf 20. Mal gucken, ob da die zweite Stufe kommt. Und rein ins Game. So, nächster. Ah, jetzt kommt der Boss. All face cards are drawn face down. Scheiße. Das heißt, wir wissen nicht. Ja, dann spielen wir ohne die. Scheiße, Digga. Ja, wir gehen volle Kanne auf Diamond, weil wir jetzt keinen Diamond gezogen haben. Mich in Arsch. Bitte. Ja, sehr gut. Nee, passt. Die behalten wir als Joker. Geil. Flash, Stufe 14. Abfahrt. 30. 30. Mal 4 Multiplier. Mal 4 Multiplier. Mal 4 Multiplier. 15. 10. 174. Boom! Fast gewonshottet. Oh, jetzt kommt die Kreuz. Kreuz. Fuck, Mann. Wie viel Kreuz haben wir noch? 5 nur. Das könnte Kreuz sein. Was von Kreuz haben wir? 8, 6, 2. Nur 3! Die beiden sehe ich ja nicht. Nach Rang sortieren? Nee, das sagt mir nichts. Fuck. Wie viel Diamond? 11. 11. Boah, scheiße. All in. Aber die 10 kann halt auch eine Diamond-Karte als Diamond-Karte genutzt werden. Die alle abwerfen? Quasi 3 Karo-Karten. Let's go. Wir haben 3 Hände zu spielen. All in. Ein paar. Easy. Gönn. Ja! Flash! Boom! Zack, Junge. Und Feuer. Und
Fell hier, danke für die 15 Subs. Ich habe irgendein Achievement. Oh, wow. Ante Upper. Alter, Achievements unlocked. 10 Cash-Out. Ich bin das erste Mal in der letzten Ante. Hammer. Minus 1 Ante pro Runde? Was? Hä? Minus eine Stage pro Runde. Ach, einmalig. Oh, man kann noch mal farmen gehen quasi. Am minus eine Hand? Ich brauche keine Hände. Ich discarde. Boah, das wäre früh ultra gut. Wir kriegen jedes Mal einen Multiplier, wenn wir eine Hand ausspielen mit einer Face-Karte. Ja, dann gehen wir nochmal einen runter. Boom, 7. Ach, ohne Face-Karte, dann ist ja echt gut für mich, aber es ist zu spät. Ja, wir gehen rein. Wir sind auf $20. Gives $1 per played hand this run. Aber dann haben wir nur 2 statt 3 Shops. Aber damit sind wir wieder oben auf. Mach ich. Scheiß auf Small Blind. It's one Wowshot. Nee, komm rein. Weg. Kreuz. Uff. Mal 1,5 Multiplayer, solange die Karte in der Hand ist. Steel Card. Jetzt trigger die. Boom. Nach den Zwischenjokern. Oh mein Gott! Ciao. Ciao, ciao Big Blind. Wir kriegen jetzt immer $1 weniger, weil wir eine Hand weniger haben. Egal, wir haben $91. Saturn, nehmen wir. Buy and use. Kriegen wir hier mal 0,1 hoch. Easy. Was juckt Saturn? Jumbo, Jumbo Joker Deck. 4 of a kind spielen wir nicht. Also 4 gleiche. Adds double the rank of lowest card held in hand to multiplier. Also wenn ich eine 5 in der Hand halte, nachdem ich ausgespielt habe, ich habe eine 5 in der Hand, das ist die höchste Karte, die niedrigste Karte, kriege ich einen 10er Multiplier. Ah. Ein Free Roll per Shop. 8 Multiplier pro Tarotkarte. Könnte den 15er überholen, wenn ich jetzt sehr viel Tarotkarten kaufe. Aber gefühlt auch zu spät. Für den? Aber der knallt halt auch. Nee. Nee, skip. Reroll. Each played card with diamond gives mal 1,5 multiplier when scored. Ändert sich aber jede Runde. Ahnung. Ist der krass? Aber anstelle von wen? Anstelle von dem, wa? Dann schiebe ich den nach ganz rechts. Suit changes at the end of round.
Komm, wir probieren mal aus. Wir probieren aus. Ich verkaufe den. Stitch, danke für die 5 Subs. Ich will mal ausprobieren. Mann, der ist rare. Der muss doch gut sein. Und danke an Wut für die 10 Sub. Danke. So, Standard-Pack nochmal. Und Michelin-Ente. Danke. Heilige Scheiße. Peak. Foil-Steinkarte. Bringt nichts. Ja, die Peak-Karte nehmen wir mit. Abfahrt. Was macht der? Play only one hand type this round. Oh nein. So. Das ist ein klassische, das ist eine klassische Karo-Startrunde. Hallo. Karo. Na, geht doch. Abfahrt. Wer hat gesagt, der ist scheiße? Heilige Scheiße! Holy! Und jetzt ist es Club. Club ist, glaube ich, Peak. Cash out 12. Uncommon Joker. Each give mal 1,5 Multiplier. Okay, sind alle... Einen habe ich, der Uncommon ist. Banane. 5 plus 15 Multiplier. Nee. Voucher. Playing Cards. Ist Kreuz. Ist Kreuz, danke. Playing Cards can be purchased from the shop. Das ist geil. Nehmen wir. Scheiß auf Joker. Wir sind good to go. Jumbo Celestial. Holen wir uns noch einen Saturn. Jupiter ab. Abfahrt. Alter, danke, Currywurst. Currywurst, 10 Gifted Subs, danke. So, noch eine Tarotkarte. Und danke, Bomber Butch. Digga, was geht ab? 5 Gifted Subs? Ihr haut rein. Zwei zu Bonuskarten, eine zu Wildcard. Wildcard ist krass. Nehmen wir das Ass. Nee, etwas, was nicht Diamond ist. Herz. Ass, Herz. Next. Small Blind. Jetzt sind wir in Ante 8. Reroll Boss Blind. One random Joker disabled every hand. Oh, nee, den wollen wir rerollen. Digga. Danke an Tane für die Gifted Subs. All cards debuffed until one Joker sold. Was? Könnt ihr mal aufhören, einen Joker mir kaputt zu machen? Geh rein. Dann hau ich einfach den... Blauen wahrscheinlich weg. Raus. Danke, Harpeko, für die Gifted Subs. Was geht auf einmal ab? Ich mache gerade einen YouTube-Guide. Heftiger Guide auch inzwischen. Oh, fast geone-shottet. Jawohl. Raus. So, jetzt hab ich eine Testfrage an euch. Ich hab eine Testfrage an euch. Wenn ich jetzt einen Joker verkaufe, ist dann der Boss schon disabled, der Effekt von ihm? Zählt das schon jetzt? Nein. Ich kann mir leider auch keinen Joker. Ich kann mir leider keinen Joker vorbereiten.
So, Celestial Pack. Jupiter nehmen wir mal, oder? Stufe 16. Danke, Gammel Jens. Für 5 Gifted Subs. Die hole ich mir auch. Buy and Use. Geht der hier hoch? Mal 3. Boah, Maschallah. Standard Pack. Gold Card. Nee, hier Multiplier Card. Geil. Schön Karo. Reroll. Bonfire. Bonfire. Wait. Sell this card to disable the current boss blind. Heißt das, der hat dann einfach keinen Effekt? Das ist ja perfekt. Ja, aber ich kann ihn jetzt disablen und dann Hyper rerollen für einen guten Joker. Das heißt, ich muss jetzt erstmal einen verkaufen. Wahrscheinlich einen von den beiden. Nein, im Kampf. Aber ich kann doch im Kampf gar nicht verkaufen. Yo! Dr. Peter Pike, danke für 20 Gifted Subs. Ich kann im Kampf verkaufen. Ja, dann ist ja literally the same. Next round. Ah nein, das ist ja schon der Boss. Oh mein Gott, dann hätte ich bis Ende rerollen können. Na ja, komm, Abfahrt. Finaler Boss! Ich glaube, ich hau den weg, oder? Was bringt mehr? Ja, durch die beiden, weil ich 2 Multiplayer hat, ist eigentlich das besser. Das heißt, Ott hau ich weg. So. Lucky Card. Oh, die beiden schmecken. Komm, bitte. Ich muss die weghauen, glaube ich. Ich muss die weghauen. Scheiß auf Drilling! Currywurst! Ich muss flaschen! Oh, die sind so... Das ist so bitter. Den will ich in der Hand behalten. Komm, jetzt gönn Karo. Gönn, gönn, gönn. Ja. Und jetzt Prage bitte in Chat. Wir brauchen hier unbedingt 20er Multiplier. Abfahrt. Danke, Zechi. Ich werde betrogen. Sollte klappen. Boom. GG. Damit habe ich literally das Game das erste Mal durch. You aced it. Joker unlocked. Highscore. Round. Joker unlocked. Highscore. Flash. 28 Flash hier spielt. Endless Mode. Komm, ich kopiere euch den Seed. Zack. Main Menu. Defeat a boss blind in one hand without using any discards. Earn $8 if played hand triggers the boss blind ability. Uh-huh. Reach until level 8. Neuer Joker. Mal 3 Multiplier, wenn eine gespielte Hand eine scornde Diamond-Karte, eine Club-Karte, eine Heart-Karte und ein Spade beinhaltet. Mashallah. Also wenn man viel auf Paare und Full House und so geht, wa? Win a run without playing a 3 of a kind. Mal 3 Multiplayer if played hand contains a 3 of a kind. Holy shit.
Win a run without playing a four of a kind. Mal 4 Multiplayer für 4 of a kind. Meschelle, da geht der Junge all in und holt den Sieg beim ersten Run. So ist es. Insane God Gamer. Danke. Copies Ability of Joker to the right. Magic Deck unlocked. Win a run with Red Deck on any difficulty. Start run with the Crystal Ball Voucher and 2 copies of the Fool. Also Tarotkarten. Denn, mashallah, Voucher unlocked. Use a total of 25 Tarot Cards from any Arcana Pack. Spectral Cards may appear in any of the Arcana Packs. Joker unlocked. Play a total of 300 cards, face cards. Retrigger all played face cards. So Leute, und jetzt denkt ihr, geiles Game, oder? Aber wir können einfach mit einem unterschiedlichen Startdeck anfangen. Das blaue, ihr habt eine Hand mehr. Das gelbe, ihr startet mit $10 mehr. Das grüne, am Ende jeder Runde bekommen wir $2 für jede übrig gebliebene Hand. Danke, Shushi88 für 10 Gifted Subs, mashallah. Und $1 für jede remaining Discard. Aber wir bekommen keine Zinsen. Black Deck, wir bekommen ein Joker-Slot mehr, aber minus eine Hand jede Runde. Und dann halt das Deck. Leute, YouTube, ich verabschiede mich. Schaut gerne bei mir im Stream vorbei. Balatro is it. Wird die nächsten Tage ein paar Runs kommen, denke ich mal. Ich knall das jetzt hier durch für ein bisschen mehr Abwechslung neben Dark Souls 3. Ich hoffe, es ist auch in eurem Sinne. Und wir hören uns. Tschüssi.